Hallo zum neuen Video. Heute geht es um etwas von Güde, wie ihr seht, um eine Flachsaugerpumpe, die GFS 401S. Und was es damit Besonderes auf sich hat, erfährst du direkt nach dem Intro. Ja, Tauchpumpen kann man im Garten sehr, sehr häufig verwenden, wenn ihr einen Gartenteich habt, einen Pool habt oder eine Regentonne, die ihr des Öfteren mal leer machen möchtet oder eine Zisterne oder. Dafür sind Tauchpumpen natürlich hervorragend geeignet. Man stellt sie dann einfach mit rein und die pumpen dann das Ganze leer. Natürlich sind da die Unterschiede recht groß bei den einzelnen Herstellern. Es gibt Modelle aus Edelstahl, es gibt normale, günstige Modelle, die schon ab 20 € teilweise losgehen. Es gibt Unterschiede in der Fördermenge, in der Förderhöhe, in der Tauchtiefe und natürlich auch in der Absaughöhe und natürlich auch, ob ihr Schmutzwasser damit pumpen könnt oder nur Klarwasser. Bei dieser Pumpe handelt es sich eigentlich um eine Klarwasserpumpe und das Besondere an dieser Pumpe ist, dass sie wirklich sehr, sehr flach absaugen kann, nämlich bis auf 1 mm. Das heißt, ihr stellt die irgendwo rein und der restliche Wasserspiegel, der da noch vorhanden ist, ist etwa 1 mm nur noch hoch. Das heißt, ihr könnt da einmal mit dem Tuch rüberwischen und dann ist das alles sauber. Das Anschlusskabel, was dabei ist, ist 10 Meter lang. Wir haben eine Nennleistung von 400 Watt. Die maximale Fördermenge beträgt dabei 7000 Liter pro Stunde. Die maximale Förderhöhe 8 Meter und die maximale Tauchtiefe 7 Meter. Ich habe eben gesagt, eine Klarwasserpumpe. Man kann auch Schmutzwasser, leicht verschmutztes Wasser damit absaugen. Die Partikelgröße darf dann 1 Millimeter allerdings nicht überschreiten. Wir haben einen Schwimmerschalter mit dabei. Zeige ich euch gleich, wenn ich das Gerät hier ausgepackt habe. Der schaltet dann bei einer Einschalthöhe von 13 Zentimetern ein. Ihr könnt ihr natürlich dann auch feststellen und die Pumpe auf Dauerbetrieb stellen. Wir haben einen Pumpenanschluss von 1,5 Zoll Innengewinde, damit ihr auch wisst, was ihr hier drauf machen könnt. Ihr seht, wir haben hier auch Abstufungen mit drauf. Das heißt, ihr könnt da theoretisch auch einen normalen Gartenschlauch dann dran anschließen. Wir probieren das gleich, wie gesagt, aus. Das Gewicht der Pumpe ist mit 5 Kilo beziffert. Kosten tut das Ganze etwa 60 €. Kommt natürlich auf den Tagespreis an. Ich habe sie euch unten verlinkt. Dort könnt ihr euch den Tagespreis dann natürlich auch abrufen. Ich habe schon ein paar andere Videos zu Tauchpumpen gemacht. Unter anderem auch über eine andere Flachabsaugpumpe. Könnt ihr euch bei Gelegenheit auch mal anschauen. Habe ich euch unten in der Videobeschreibung auch verlinkt. So, jetzt geht's aber los mit Auspacken. Ja, so sieht die Pumpe dann ausgepackt aus, macht erstmal einen schmucken Eindruck, wiegt auch einiges. Der Schwerpunkt liegt auf jeden Fall weiter unten, wenn ihr die dann irgendwie im Teich versenkt oder in der Zisterne, ist das auf jeden Fall so, dass die dann auf dem Boden absinken wird und sich gerade ausrichten wird. Ihr sollt die Pumpe nicht am Stecker oder an dem Kabel hier hochziehen und ablassen. Dafür braucht ihr eine extra Nylonschnur, verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Vielleicht habt ihr auch irgendwas zu Hause, womit ihr das dann ablassen könnt. Einfach hier drum wickeln, dann ablassen oder hochziehen, je nachdem, wie ihr das dann wollt. Die Pumpe ist nicht für Dauerbetrieb geeignet, das heißt, zum ständigen Überwachen von Zisternen oder von Regenabläufen oder sonst irgendetwas ist sie nicht gedacht, sondern einfach nur zum Umfüllen von Wasser oder Ableiten von Wasser, wenn ihr jetzt irgendwie ein Regenfass leer bekommen wollt oder vielleicht auch einen überfluteten Raum, wenn es irgendwo reingeregnet hat oder sowas, dafür ist die dann geeignet. Mit dabei ist dann auch dieser Adapter, der kommt dann hier unten gleich mit drauf und da könnt ihr dann wie gesagt auch verschiedene Schläuche dann dran anschließen. Ich empfehle euch natürlich immer möglichst großen Schlauch zu verwenden, 1 Zoll zum Beispiel, da kommt dann am meisten Förderleistung dann auch zustande. Mit dabei ist auch eine Bedienungsanleitung und hier nochmal so ein Serviceheftchen ist noch mit dabei, damit ihr euch damit reinfuchsen könnt. Was hier besonders ist an der Pumpe, zum einen natürlich erstmal die Absaugtiefe von 1 mm. Und wir haben hier hinten noch so einen kleinen Schalter mit dran. Normalerweise ist das ja immer so eine kleine Kugel, die in so einem Gehäuse hin und her fällt und die dann Kontakt schließt. Hier ist das anders geregelt. Hier wird ein Kontakt geschlossen, indem das hier einfach dran feucht wird. Und ihr könnt ihn in verschiedenen Positionen hier auch einbringen. Das heißt, auf verschiedene Höhen und wenn ihr den einfach so hinlegt, das heißt auf Bodenhöhe, dann schaltet die Pumpe bei ungefähr 0,5 cm Wasserstand ab, beziehungsweise natürlich auch ein, je nachdem wie ihr das haben wollt. Wenn ihr die zum Beispiel hier oben dann einrastet, ich mache das mal eben so rein, dann könnt ihr hier messen, wie viel Wasserstand dann erreicht werden muss, dass die Pumpe sich automatisch einschaltet. Das heißt, wir stellen uns mal vor, ihr habt ein Regenfass, das läuft voll bis da und dahin, dann schaltet die Pumpe dann natürlich beim Überschreiten dieses Wasserstandes auch ein, pumpt dann so lange ab, bis diese Marke dann wieder unterschritten ist und schaltet sich dann automatisch wieder aus.
Kann natürlich sein, wenn ihr ein besonders enges Gefäß habt oder sowas und das dann hier unten direkt in Bodennähe dann platziert habt, dann ist es so, wenn die Pumpe dann ausschaltet, ist hier immer noch ein bisschen Restflüssigkeit hier in der Pumpe dann enthalten. Die läuft dann natürlich wieder aus und dann schaltet die Pumpe ständig an und aus und das wollen wir natürlich nicht. Wenn ihr die Pumpe auf Dauerbetrieb stellen wollt, müsst ihr das hier oben einmal so reinstecken. So, und dann ist das überbrückt und dann pumpt die Pumpe dauernd. Auf jeden Fall solltet ihr dann mit dabei stehen, denn die Pumpe sollte nicht trocken laufen. Wenn das ein paar Minuten mal trocken läuft, dann sollte das sicherlich nichts ausmachen. Aber wenn ihr jetzt wegfahrt und die Pumpe dann alleine laufen lasst und sagt, ne, die wird sich schon irgendwann ausschalten, dann ist das natürlich nicht so gut für die Pumpe. Die hat natürlich einen Überhitzungsschutz und die schaltet sich dann bei Überhitzung dann auch automatisch aus. So steht zumindest in der Anleitung mit drin. Ich würde sagen, ich baue jetzt mal was auf und dann testen wir mal, wie tief die Pumpe tatsächlich absaugt. So, ich habe jetzt irgendwas hier zwischen 10 und 15 Liter in dieser Box drin. Die hat einen flachen Boden, deswegen können wir da wahrscheinlich ganz gut sehen, inwieweit die Pumpe das absaugt. Ich werde die hier mal reinstellen. Schlauch habe ich auch schon dran montiert. Das ist einfach so ein Schwimmbadschlauch, der passt hier ganz gut. Müsste natürlich so eine Schlauchstelle drum machen. Ihr seht, das blubbert jetzt ein bisschen. So, und dann stecke ich die mal ein. Hier kommt so ein bisschen Wasser raus, habe ich nicht richtig abgedichtet. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. So, ich denke, so kann man das ganz gut sehen. Die hat hier wirklich richtig tief abgesaugt. Es gibt trockene Stellen, da seht ihr mal, man denkt, das hat hier einen flachen Boden und dann ist das gar nicht so richtig flach. Aber hier ist alles wirklich knochentrocken, da braucht ihr gar nichts mehr auswischen. Das trocknet auch so an der Sonne. Also wenn ihr da mal einen Pool sauber machen wollt oder ablassen wollt, dann ist das sicherlich die richtige Entscheidung. Ich werde jetzt mal den Strom kappen. Und dann seht ihr hier das Phänomen, was hier alles noch dann zurückläuft. Also ihr solltet die Pumpe dann vielleicht während des Betriebes dann aus dem Becken heben, je nachdem, was ihr dann abpumpen wollt. Aber ihr seht, es gibt hier immer noch trockene Stellen. Das mit diesem 1 mm ist hier auf jeden Fall erfüllt. So, ihr habt die Pumpe jetzt im Einsatz gesehen. Ich denke, das war wirklich sehr beeindruckend, was die Pumpe hier geleistet hat. Ihr habt gesehen, das war wirklich knochentrocken unten der Boden. Ein bisschen Wasser ist natürlich immer noch da, also auf 0 mm kann nichts absaugen. Dann würde sich sowas natürlich irgendwo dann auch festsaugen. Also diese 1 mm sind hier auf jeden Fall erfüllt. Ich denke mal, die größte Idee ist daran, dass ihr dann im Sommer, wenn ihr den Pool zum Beispiel ablasst und den dann trocken haben möchtet, dann an der tiefsten Stelle des Pools die Pumpe einfach versenken und die saugt dann bis auf 1 mm das Wasser heraus. Und dann braucht ihr vielleicht nur noch mit dem Handtuch drüber und schon ist der Pool trocken und einlagerbereit. Ja, das wäre jetzt eine Idee. Andere Idee wäre natürlich irgendwelche Dinge leer saugen, ein Regenfass, eine Zisterne oder vielleicht ein Teich, wo das Wasser wirklich recht klar ist. Ich habe euch ja schon gesagt, 1 mm ist hier die Partikelgröße, die die Pumpe noch toleriert. Danach wird es ein bisschen kritisch, dann wird es entweder nicht angesaugt. Wir können uns das ja von unten hier einmal angucken. So sieht das dann aus. Da passt also mehr als 1 mm zwischen, aber dann wird das drinnen irgendwo verstopfen und dann ist die Pumpe außer Betrieb. Ja, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch so eine Pumpe zu Hause habt, ob ihr davon überhaupt wusstet, dass es solche Pumpen gibt, die bis auf 1 mm tatsächlich auch absaugen können. Ihr könnt mir natürlich auch in die Kommentare schreiben, was ihr mit so einer Pumpe alles machen würdet. Ich habe euch ja ein paar Beispiele jetzt hier genannt. Vielleicht habt ihr so eine Pumpe auch schon im Einsatz und könnt dann anderen Zuschauern davon berichten und noch weitere Einsatzzwecke nennen. Das hilft natürlich immer der Community, wenn ihr euch hier rege in den Kommentaren beteiligt. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, wenn es euch unterhalten hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin.